herzlich willkommen in der Pummelrunde. Wir haben ein neues kleines Spielchen zum Probieren. Das ist ein Horror-Indie-Adventure. Und zwar My Friend is a Raven. Oder auch Mein Freund der Rabe. Ich bin gespannt. Es ist ein, wie gesagt, es ist ein Adventure. Und es gibt es kostenlos auf Steam. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich sehe gerade hier unten, dass es noch ein Spiel gibt, und zwar My Beautiful Paper Smile. Vielleicht gucken wir uns das auch nochmal an. Mal sehen. Jedenfalls, My Friend is a Raven. Wir starten mal ein Spiel. Yay! Vom Grund der Erde wurde die Menschheit gezeugt. Und in den Boden soll der elende Geist zurückkehren. Das klingt ja schon mal schön. Ich befürchte, diese Stadt wird bald verfallen. Ah, sehr schön. Wir können. Okay. Das ist ja schon mal nett. Blub, 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 blub. Ich trauere. Denn ich habe dieses Zuhause sehr geschätzt. Ein letztes Mal werde ich mir diese Mauern betrachten, bevor ich mit dem Raben spreche. Ich muss etwas in meiner Wohnung haben, das ich benutzen könnte, um ihn anzulocken. Benutze A, um dich zu bewegen. Mit der Maus kannst du mit Objekten interagieren oder sie aufheben. Okay. Alles klar, ja gut, hier wollen wir auch nicht rein. Hier können wir nicht ran. Was haben wir hier? Fernseher. Ich erinnere mich an viele Anlässe, zu denen ich mit meinen Freunden die ganze Nacht zusammengesessen habe. Was für glückliche Erinnerung. Okay. Beutel mit Samen zum Inventar hinzugefügt. Bewege die Maus zur oberen linken Ecke des Bildschirms. Hier, Beutel mit Samen. Alles klar. Hier können wir nichts aufmachen. Okay, warte. Wir gehen erstmal hier weiter gucken. Was? Okay, hier können wir noch nichts machen, weil wir müssen nur wohl die Uhrzeit einstellen. Ich weiß noch nicht, auf was. Hier ist ein Bild. Welch wunderschöner Ausblick. Und hier geht auch eine Tür hin. Alles klar. Wir gehen erstmal hier rein. Eine wunderschöne Tapete hat der junge Mann übrigens. Was haben wir da? Noch eine Tür. Da klingt es nicht so gut. Wir gehen mal da rein. Okay, was haben wir hier? Ein kleiner Beutel mit Tinte. Bevor die Zeitungen den Druck eingestellt hatten, gab es einige Berichte, wie Leute sich damit gegenseitig vergiftet haben. Mit Tinte? Warum machen die das? Okay, dann kommen wir wieder raus. Dann können wir den nicht nehmen. Okay. Also hier haben wir Gift. Ja, sicherlich gut zu wissen, sonst können wir hier nichts anfassen. Dann gehen wir wieder raus. Wir gehen jetzt einfach mal hier gucken. Na, hier ist ja schön. Es ist so übergelaufen und schmutzig, dass ich bezweifle, dass jemand das benutzen würde. Ja, dann tu das auch nicht. Ah, hier können wir aufmachen. Was haben wir da? Eine Nadel? Gut. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, aber die nehmen wir mit. Ist das ekelhaft hier? Können wir hier noch aufmachen? Es ist schon einige Zeit her, seitdem die Wasserleitungen funktioniert haben. Okay, dann haben wir hier wohl nichts weiter zu tun. Dann gehen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir hier rein. Was? Was war das gerade? Ich weiß nicht. Diese Musik die ganze Zeit dabei, ne? Kann hier aufmachen? Oder? Sollte noch irgendetwas übrig sein, wäre es nicht sicher zum Verzehr. Alles in dieser Küche ist verdorben. Hm. Was haben wir denn hier? Ich dachte, diese Rattenfalle wäre unbrauchbar, aber ich denke, sie könnte noch immer funktionieren. Die haben wir jetzt angemacht. Was haben wir hier? Ein großer Haufen von Federn.
Ich bin mir nicht sicher, wie es die Vögel hineingeschafft haben, um so eine Unordnung zu hinterlassen. Um so eine Unordnung zu hinterlassen. Schwierige Wörter. Ja. Können wir hier aufmachen? Die Regale sind vollkommen leer. Okay, sonst haben wir hier nichts. Er macht ein schönes Geräusch beim Laufen, muss man ja sagen. Also wir müssen mit einem Raben sprechen. Was ist das? Ein kleines Stück Papier, darauf steht geschrieben, im Angesicht der Mittagsschatten hast du meine Bitte abgewiesen. Wie sehr ich hoffe, dass du nicht vergessen hast. Angesichts des Mittagsschatten, also müssen wir wohl die Uhr auf 12 stellen, vermute ich mal. Vielleicht kommt der Rabe, wenn ich mich auf dem Balkon zeige. Okay, dann... Irgendwie möchte ich aber jetzt erstmal die Uhr auf 12 Uhr stellen. Oh nein, wir haben eine Maus gefangen. Ih, wir haben eine tote Ratte. Aber wenigstens ist sie jetzt tot und leidet nicht mehr. Was wollen wir mit einer toten Ratte? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ach, Mist, da war ja schon 12. So. Das ist 12. Ja, ne? Oder? Ein Stück? Ne, so ist nach 12. Lass uns mal so. Hat sich was getan? Ne, irgendwie nicht, ne? Naja, gut. Dann gehen wir halt mal raus. Was haben wir jetzt hier? Eine tote Ratte? Eine Nadel? Wie können wir das benutzen? Gar nicht? Okay. Dann gehen wir mal raus. Hallo? Ist jetzt Mittag? Wir haben... Okay, wir haben den Raben schon. Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Ich kann nicht umher, die Delikatesse in Ihrer Hand zu bemerken. Dürfte ich fragen, was eine einsame Seele wie ihr hier oben zu suchen hat? Wie es hier im Hintergrund aussieht, ne? Umdrehen mit einem Beutel mit Samen. Diese Samen gehören nun dir, lieber Rabe. Nimm sie und im Gegenzug möchte ich mit dir über dein zerstörerisches Verhalten reden. Okay. Gerne nehme ich dein Angebot an. Allerdings würde ich mich kaum als zerstörerisch ansehen. Ich halte dich nicht für jemanden, der derartige Lügen erzählt. Euer Eins seid auf die Erde. Hinabgestiegen, das wird mit D geschrieben, Mensch. Gut, ein paar Kommas haben auch schon gefehlt, dann ist das auch nicht mehr schlimm. Euer Eins seid auf die Erde hinabgestiegen und habt eine tödliche Plage unter den Menschen verbreitet. Ihr habt unsere Häuser, Menschen leer und unsere Städte in Ruinen hinterlassen. Niemand ist mehr am Leben, um meine Trauer zu teilen. Armer kleiner Mann, ich könnte mit dir trauern. Danke. Ich könnte dich trösten. Ich könnte dein Freund sein und auf deiner Schulter sitzen, wenn es dich innerlich zerreißt. Aber nur, wenn du eine Gabe für einen mitfühlenden Raben hast. Es stimmt, Rabe. Ich habe etwas, das dich interessieren könnte. Die tote Ratte. Lecker, hä? Dein Sinneswandel überrascht mich. Was für ein Sinneswandel? Aber ich werde dein Geschenk dankend annehmen. Ich glaube, wir könnten einige Gemeinsamkeiten in unserer Vergangenheit finden. Ich denke, es könnte möglich sein. Es sieht fast so aus, als wäre dir ein Schnabel gewachsen, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon bemerkt. Du könntest einer von uns sein, Bursche. Einer von uns. Einer von uns. Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir unsere Differenzen beilegen können. Ich denke, das werden wir. Denn ich werde dein Freund sein und dafür sorgen, dass du nicht zerbröckeln und im Erdboden verschwinden wirst. Das ist ja nett. Ich danke dir. Dann lass uns gehen. Es gibt so viel, das ich dir zeigen möchte, mein Freund. Ist das jetzt das Ende des Spiels?
ich weiß es nicht. Und wir können jetzt auch... Oh! Er hat einen Raben aus uns gemacht. Wieso hat er das getan? Freunde, Sie haben das gute Ende entsperrt. Ja, sehr schön. Ende 2 von... Wieso 2? Okay, warte mal. Moment mal. Das schreit doch gerade dazu danach. Warte mal. Ich habe ja jetzt alles gefunden, ne? Hm. Ist das eigentlich ein Zitat von irgendwas? Wahrscheinlich. Und was, was ich nicht kenne. Wir versuchen es nochmal. Ich frage mich, was hier noch kommt. Ja, ja, ja. Ja, das hatten wir schon. Ich weiß, die Welt ist zu Ende. Blub, 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 blub. Um ihn anzulocken. Okay. Wir könnten... Die Samen lassen wir mal stehen. Wir holen uns mal die Ratte. So. Gehen wir einmal hier rein. Weiß nicht, den Zettel gucken wir uns, glaube ich, auch nicht an. Ah, ja. Danke. Wir haben eine Ratte. Nimm die. Hallo. Bewegen. Ja, ja, weiß ich doch. Können wir denn vielleicht... Wo war denn der Vorratsraum? Hier irgendwo, ne? Da war... Können wir das jetzt nehmen? Kann ich nicht irgendwie da draufziehen oder so, ne? Doppelklick auch nicht. Wir können, müssen doch... Warte. Jetzt habe ich die Samen. Können wir die Samen da drauf ziehen? Oder dürfen wir das vielleicht nicht vorher schon alles nehmen? Hm. Ja, warte mal. Wir gucken mal gerade... Warte, was war hier nochmal? Das Klo, genau. Können wir mit dem... mit der Ratte was im Klo machen? Hier haben wir ja auch noch die Nadel, ne? Können wir... Warte mal. Können wir? Nee, hier guck mal, das nicht. Aha. Benutze die Maus, um Objekte zu untersuchen oder aufzuheben. Bewege die Maus da um den linken Rand, um dein Inventar anzuzeigen. Warte mal. Warte mal. Jetzt haben wir ja dieselben Sachen wie vorher, ne? Ich nehme mal die Ratte und das... Vielleicht muss ich die Nadel zuerst... Warte, ich hol mir mal die Nadel. Ich hol mir mal die Nadel und guck mal, ob wir damit dann irgendwas machen können, mit dem... Mit, was wollt ihr jetzt? Mit der Tinte, genau. Ja, ja, ja. Schade, dass man das nicht überspringen kann. Oh, ne. Okay, so geht's nicht. So kann man nicht überspringen. Entschuldigung. Die Raben sind also schuld daran, dass es uns so schlecht geht, ja? Das mal stimmt. So, die Samen lassen wir auf jeden Fall links liegen. Wir holen uns jetzt erstmal die Spritze. Können wir hier irgendwas noch machen? Nee, ne? Ne, okay, so, wir gehen mal eben zum Inventar, dass wir das haben.
Können wir jetzt was damit machen? Nee, wir können es nicht ziehen. Doppelklick, Rechtsklick. Nix. Ach Mann, drück doch nicht immer Escape, Mann. Finger, was soll denn das? Okay, wir haben die Nadel. Was passiert denn, wenn wir gar nichts haben? Gucken wir uns das doch mal an. Natürlich könnte es sein, dass er dann gar nicht kommt, ne? Können wir hier was nehmen? Nein, nein. Nö, nö, nö. Yep. Dann gucken wir mal, was er zu Nadel sagt. Es ist keine einzige Kreatur in Sicht. Dennoch muss ich mit dem Raben sprechen. Ich muss etwas in meiner Wohnung haben, das ich benutzen könnte, um ihn anzulocken. Okay, dann holen wir mal die Ratte. Oder wir holen... Warte mal. Wir holen vielleicht nur die Samen. Und aber die Ratte nicht. Was passiert dann? Dann haben wir ja kein zusätzliches... Quasi. Was macht er da mit uns? Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Bla. Ja, das hatten wir ja schon. Einsame Seele und so. Die Samen gehören dir. Nimm sie. Im Gegenteil möchte ich mit dir reden. Über verstörerische Verhalten. Ja, ja, ja. Ich mag die Hintergrundgeräuschdingsen. Du, ja? Verstehst du mich? Das ist schön. Nein, die Musik kann man es ja nicht nennen. Die Hintergrundgeräusche, die mag ich irgendwie gerne. Armer kleiner Mann. Dir trauern, dich trösten, dein Freund sein, auf deine Schulter setzen. Ich habe keine weitere Gabe, außer deine Samen. Oh Gott. Erbärmlich! Ich habe mich voll erschreckt. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich echt voll erschreckt. Ich hoffe, ihr auch. Selbst jetzt hast du kein Herz dafür, einem anderen Wesen zu helfen. Bemitleidest du dich wirklich dafür, der letzte Mensch auf Erden zu sein? Du solltest froh darüber sein, nie mehr einen anderen Menschen wie dir begegnen zu müssen. Ich habe genug von deiner Feindseligkeit, Rabe. Denkst du, du könntest mir überlegen sein? Ich habe die Macht über dich, Mensch. In einem Ausmaß, welches du dir nicht erträumen könntest. Schau dir deine Stadt an. Ich werde dasselbe mit dir tun. Oh, oh. Ich habe die Macht über dich, Mensch. In einem Ausmaß, das haben wir gerade, erträumen. Schau dir die Stadt an. Ja, das haben wir doch gerade. Ich will dasselbe mit dir tun. Ja? Ich bitte dich, Rabe. Ich muss wissen, weshalb du dich für diesen Weg entschlossen hast. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, ist deine Blindheit dein gerechter Lohn. Oh, oh. So, ich dachte, der pickt ihm jetzt die Augen auf. Was passiert jetzt? Oh Gott, das war ja furchtbar. Jetzt weiß ich auch, warum es ein Horrorspiel ist. Vernichtung. Das schlechte Ende. Ende 1 von 4. Hä? Okay, also es gibt insgesamt 8 Enden. 4 gute und 4 schlechte. Verstehe ich es richtig? Ich glaube schon, ne? Boah, das war echt gruselig. Tatsächlich, muss ich sagen. Also mit der Musik und so dazu noch. Das war schon ein bisschen gruselig. Okay. Aber wir haben in 2 Enden. Und ich denke, damit endet auch das Video. Wenn ihr das selber spielen wollt, ihr könnt natürlich auf Steam gehen und euch das da kostenlos holen, wie gesagt. Und dann könnt ihr ja mal so gucken, was ihr noch so für Enden herausfindet. Also ich finde es ganz cool. Ich glaube, ich werde nicht gucken, was die anderen Enden so sind. Also zumindest nicht selber spielen. Aber ja, wenn ihr das machen möchtet, dann viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ihr gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.